Jo Leute, was geht? Ich stehe in meiner Werkstatt. Neben mir steht ein großer Karton. Hinter mir sind viele coole Bike-Komponenten. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, wie ihr vielleicht merkt. Ich habe mir ein neues Bike gekauft. Wer den Channel hier schon länger verfolgt, der wird wissen, eigentlich wollte ich mir so einen richtig schönen Parkschredder kaufen, so einen Downhiller. Ich habe mich für was völlig anderes entschieden. Warum, das erzähle ich euch gleich. Jetzt packen wir erstmal diesen Karton aus. Und ich muss dazu sagen, Leute, ich habe in diesen Karton selber nur einmal so ganz bisschen oben reingeguckt. Wir werden jetzt dieses Bike zusammen auspacken. Und euch wünsche ich natürlich viel Spaß beim Video. Holt euch einen Kaffee, macht es euch gemütlich. Bis gleich. Eins vorweg, das Bike, um das es heute geht, wird mein Torque nicht ersetzen, sondern ergänzen. Und der Wunsch nach einem Downhill-Bike, um durch die Parks zu ballern, ist auch nicht verworfen, sondern nur ein bisschen nach hinten gerückt. Mein Canyon Torque war mein erstes richtiges Mountainbike und hat mir mit seinen 180 mm Federweg und einer ziemlich abfahrtsorientierten Geometrie von Anfang an super viel Sicherheit gegeben. Vor allem auf meinen Österreich-Trips hat das Bike gezeigt, dass es alles, was ich bisher fahren kann, locker wegsteckt. Und auch wenn ein Downhill-Bike auf manchen Lines vielleicht komfortabler gewesen wäre, mein Torque hat auch die Downhill-Line in Schladming oder den Bergsteile-Trail in Saalbach locker gepackt. Und als ich mir in letzter Zeit mal so ein bisschen Gedanken gemacht habe, was eigentlich meine Ziele auf dem Bike sind, wurde mir klar, dass mir der Sport immer dann am meisten Spaß macht, wenn ich irgendwelche Fortschritte machen kann. Nicht aus einem Wettkampfgedanken heraus, sondern weil das Biken an sich einfach immer spaßiger wird, je besser man fährt. Was also, wenn ich mir ein Bike kaufe, das nicht mehr, sondern weniger für mich tut? Denn das bedeutet ja, dass ich mehr tun muss und damit zum besseren Fahrer werde. Ich gebe zu, der große Flo, der alte BMXer, war nicht ganz unbeteiligt an diesen Überlegungen. Keine Ahnung. Und nach ein bisschen Recherche habe ich mich dann für ein 2021er Cannondale Habit 4 entschieden. Ein kleines, feines Trailbike mit knackigen 140 mm Federweg. So Leute, Hinterradbremse ist montiert. Das war ehrlich gesagt, glaube ich, mit das Aufwendigste, weil man die Bremsleitung, die neue, durch den Rahmen ziehen musste. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich das Bike, was ja vormontiert geliefert wurde, hier wieder auseinanderbaue, nach meinen Erfahrungen ist es ganz gut, so ein frisches Bike nochmal komplett zu checken, bevor man damit auf die Trails geht. Und außerdem werden natürlich wieder eine Menge coole neue Komponenten verbaut. Von meinem Torque bin ich gewohnt, so richtig schön satt im Bike zu stehen. Und auf den Trailbikes, die ich bisher ausprobiert habe, hatte ich immer das Gefühl, irgendwie eher so auf dem Fahrrad oben drauf zu sitzen. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Als ich mich vor einiger Zeit dann mal auf das Habit vom großen Flo gesetzt habe, habe ich mich irgendwie direkt wohlgefühlt, obwohl das Bike mir natürlich viel zu groß ist. Vielleicht liegt es daran, dass der Hinterbau ähnlich arbeitet wie beim Torque, vielleicht auch daran, dass ich inzwischen doch ein bisschen besser fahre. Jedenfalls hat sich das Rad irgendwie direkt richtig angefühlt. Aber zurück zum Thema. Warum jetzt eigentlich genau ein 29 Zoll Trailbike mit ziemlich wenig Federweg und auch noch einem Rahmen, der eine Nummer kleiner ist als für meine Körpergröße eigentlich empfohlen? Ich wollte ein schnelles, wendiges Bike, das möglichst direkt auf das reagiert, was ich mache oder eben nicht mache. Und da ich am liebsten im Wald unterwegs bin und ein Dirtbike bei mir wahrscheinlich mehr oder weniger in der Garage verschimmelt wäre, habe ich mich letztendlich für das Habit entschieden und ein bisschen an meine Vorlieben angepasst. Ich muss zugeben, es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich von dem Gedanken lösen konnte, die nächste Saison mit einem Downhill-Bike durch die Parks zu rollen. Aber je mehr ich nachgedacht habe, desto mehr kam ich zu dem Schluss, dass mein Torque auch für die Parks vorerst ausreicht und mich ein Bike wie das Habit wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt einfach weiterbringt. Und auch wenn ich den Support, den das Torque liefert, sicher das ein oder andere Mal vermissen werde, eins habe ich schon bei der ersten Session im Flat gemerkt. Das Bike fühlt sich, nicht zuletzt durch den geringen Federweg und den kleinen Rahmen, angenehm, direkt und agil an und rollt auf 29 Zoll ganz schön flott durch die Gegend.
Wenn ihr Interesse an einem Bikecheck habt, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich werde mir, wenn ihr Interesse habt, sicher ein bisschen Zeit dafür lassen, weil ich das Rad auch erstmal kennenlernen muss, bevor ich euch irgendwie was Sinnvolles dazu erzählen kann. Die Komponenten, die ich verbaut bzw. ausgetauscht habe, findet ihr übrigens allesamt in der Videobeschreibung. Dort gibt's auch den Link zu meinem Sponsor. Wenn ihr Bock auf einen feinen Kaffee habt und gleichzeitig den Channel hier supporten wollt, dann schaut da gerne mal vorbei. Ich kann es jetzt jedenfalls erstmal kaum erwarten, das Bike so richtig zu testen und freue mich wirklich mega auf die nächste Hometrail-Session. So Leute, das war's, das ist mein neues Bike. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Fahrrad haltet. Ich weiß, es ist kein High-End-Bike mit Top-Notch-Komponenten und sowas alles, aber ich muss echt sagen, mir gefällt es ziemlich gut und ich freue mich wahnsinnig darauf, auf die Trails zu gehen damit und das Ganze auszuprobieren. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob euch ein Bike-Check zu dem Bike interessieren würde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Und vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Zeit. Wir sehen uns auf dem Trail. Bis dann, macht's gut. Ciao.